Alleine schon, damit meine Stimme wieder in den Einklang mit meinem Körper kommt. Und ich habe das Gefühl, speziell wenn ich aufnehme, versucht meine Stimme meinen Körper zu verlassen und das teilweise sogar erfolgreich. Deswegen trinken wir von Zeit zu Zeit mal ein bisschen. Ist sowieso wichtig, liebe Kinder, trinkt nicht zu wenig. Das ist nicht gut für eure Gesundheit. Ich selber trinke von Zeit zu Zeit zu wenig und das merke ich dann und das ist nicht cool. Deswegen trinkt immer genug den Tag über. Muss doch nicht unbedingt. Muss ja nicht immer schwarzer Holunder-Tee sein. Was mache ich gegen den? Was mache ich gegen den? Ich muss jetzt. Arschloch. Aber trotzdem, es gibt so viele andere schöne Sachen, die man trinken kann. Okay, seine Arschklette habe ich schon mal kaputt gekriegt. Und jetzt kommt er dran. Scheiße, da oben wäre mit Sicherheit irgendwas Tolles gewesen. Aber neben Münzen gab es irgendwo hier oben. Na, ist egal. Also die kriegt man ja alle ganz leicht kaputt. Weil die aber auch keine Instant-Death-Fallen sind. Naja, später die Gruben, aber... Oh, ich bin fast tot, merke ich. Macht es jetzt noch Sinn, die Münzen alle mitzunehmen? Ich weiß es nicht, aber... Ich mach's einfach mal trotzdem. Vielleicht komme ich ja nochmal durch den Level durch hier aus irgendeinem Wunder heraus. Ja, das achte Weltwunder. Asterix. Asterix wird in einer kompletten Stage kein einziges Mal getroffen. Okay, das hätte sich erledigt. Gefühlt 3 Meter weiter. Okay, aber ist nicht so wild. Wir haben bisher erst ein Leben verloren. Und wir hatten ohnehin fast keine Lebensenergie mehr. Demnach ist das wohl gerechtfertigt. Die sind mir lieber, die verschwinden wenigstens wieder. Aber dieser andere Typ, der speziell exakt hinter dem Lagerfeuer steht, der ist hier echt scheiße. Du bist auch das hinterletzte Arschloch. Centurio? Ich hab's wieder gemacht. Wieso erwische ich den dabei eigentlich nicht? Den erwische ich, den anderen aber nicht. Kleinere Hitbox. Oh, also okay, jetzt bin ich ein bisschen fahrlässig. Das ist auch nicht gut. Mickey, nicht fahrlässig spielen. Auch nicht übervorsichtig, aber auch nicht fahrlässig. Oh, okay, Glück gehabt. Noch komme ich hier oben hin. Münzen! Münzen, das sind 20 Münzen. Das ist so mehr oder weniger fast die Hälfte, die ich brauche für ein Leben. Das ist krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Was? Da sind sogar 15 drinne? Das sind 30 Münzen, das ist über die Hälfte. Heilige Scheiße, das sind 60% von dem, was ich brauche. Oh, du bist das Allerletzte. Halt die Fresse und geh weg. Und ihr seid im Übrigen auch das Allerletzte. Ihr habt zwar noch nichts gemacht, aber das ist mir egal. Ihr seid trotzdem das Allerletzte. Da ist ein Katapult. Was wäre, wenn ich mich nicht sofort wegklatschen lasse davon? Dann, ach nee, das erste muss ich gar nicht nehmen, oder wie war das? Ah, der ist lustig, ja. Der ist cool. Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 wir gucken einfach, was da theoretisch wäre. Okay, der wäre da, ach, da wäre ohnehin eine Grube. Nur vor der Grube würde es irgendwas geben. Du bist sowas von... Alter, ich glaube, das ist... Mit dem anderen Römer, der auf mich zugerannt kommt mit seinem Schwert, ist das das widerlichste Römervieh hier. Oh, Zaubertrank. Okay, und keine Grube, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr gut. Oh, Centurio, wunderbare Sache. Aber nee, die Blöcke öffnet ihr in der Tat nicht. Okay, geil. Oh Mann, das war dämlich von mir. Aber hier gab es doch eine... Oder war das woanders, wo es eine Orange gab? Nee, die gab es woanders. Die gab es woanders. Vielleicht sogar in der Mitte runter, Asterix, runter. Da muss ich doch gar... Okay, er haut von mir ab, ich hau vor ihm ab. Das ist wahrscheinlich nur fair. Hier irgendwo gab es... Das war vielleicht hier. Ja, vielleicht war es hier. Ich will es jetzt wissen. Ach, der katapultiert mich in die Mitte. Okay, ich verstehe. Wahrscheinlich katapultiert der mich in die Mitte. Hier irgendwo gab es eine Orange, ich weiß das noch. Dann war das... Dann war das hier. Komm zurück, Kollege, komm zurück.
Ja, guter Römer. Der ist sowieso gleich weg. Ja, genau. Orange! Hier! Yes! Nicht treffen lassen von dem Typen hier. Und auch nicht von dem da. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt katapultieren lassen. Wir haben fast die Hälfte der Lebensenergie. Ah, gut, es ist ein Drittel, aber... Ah, lass uns positiv denken. Warum werde ich in einen Römer reingeschleudert dabei? Was ist das? Was ist das? Oh. Na, Centurio und sein Arschparasit. Ja, das geht nicht. Aus irgendeinem Grund geht... Scheiße. Nein, das ist mir zu risikoreich. Ja, genau, verstecken wir uns hinterm Feuer. Tolle Sache. Jetzt. Komm her. Bums! Yes! Und wir haben es geschafft. Ich wette, wenn man hier schon anfängt zu springen, landet man in der Grube drin. Man muss hier hochlaufen. Deswegen tun wir das. Hier ist die Arena, okay. Wir sind wieder in der Arena drinne. Und jetzt schrabbeln wir. Das ist so geistig behindert. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Springen am Ende schaffe. Leben? Ah, schade. Ah, immerhin eines. Ja, Asterix, du darfst gerne weitermachen. Oh! Oh! Oh, nein! Ja, es geht zwar, aber... Oh, das ist schwierig, Alter. Das ist aus dem Grunde schwierig, weil man irgendwann nochmal springen muss. Oh, leck mich, du. Oh, mein Gott. Aber das geht in der Tat ganz einigermaßen. Gut. Oh, was kommt danach? Was kommt danach? Oh, das kann ich doch nicht die ganze Zeit durchgehend machen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, aber es geht zumindest schon mal um einiges besser. Das in der Tat. Was wohl in der Tat? Was? Ich habe die erste Runde gewonnen, oder was? Hä? Was? Moment, Moment! Ole! Wie kann ich dir danken, mein Freund? Hier, nimm diesen Helm als Andenken. Ich hab's geschafft. Okay, das war jetzt bei weitem nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, hätte, wollte. Was? Bei eurer Rückkehr im Dorf werden die Mitbringsel in einer Truhe verstaut und dem Cäsar geschickt. Aha, okay. Und weiter? Ja, diesen wertvollen Geschenken nicht viel gefallen zu finden scheint. Aber Moment, wir haben den scheiß Cäsar geschickt? Wir haben den scheiß Cäsar geschickt? The End! Yo! 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 Wir haben es geschafft! Wir waren ohne Witz! Was ist das für ein Ende? Wir haben den scheiß Cäsar geschickt? Alter, ich habe den Arsch aufgerissen für diese Scheiße! Und in ihr Dorftrottel schickt das Cäsar! Wollt ihr mich verarschen? Alter, dieses Spiel, das macht einen die ganze Zeit über fertig, während man spielt die ganze Zeit und am Ende, wenn man es geschafft hat und den Moment hat, wo man sich eigentlich freuen sollte, da kriegt man nochmal so richtig reellen Tritt in die Fresse. Das ist, wow, geil, geil. Das ist einfach nur geil. Aber dieser Spiel scheint an dieser Stelle zu Ende zu sein. Und ich glaube auch ganz im Ernst, das ist der einzige Bildschirm. Der einzige Bildschirm, der mal bleibt, der nicht von alleine verschwindet und dann mal auf den Sack geht. Oh. Okay, wir haben das Spiel anscheinend geschafft. Kriegen wir noch einen Abspann oder irgendwas? Kann ich irgendwas drücken? Was ist das? Ah nee, jetzt kommt der Abspann und da hinten ist Trubadix, oder wie der Typ nochmal heißt, mit seiner... Ist das eine Harfe? Ja, irgend so ein komisches Musikinstrument auf jeden Fall, den sie da an den Baum gekettet haben, weil es so grauenhaft musiziert. Aber ja, wir haben es geschafft, das Spiel ist vorbei. Himmel, Herrgott! Okay, es wird, glaube ich, Zeit für ein Resümee. Ja, es ist Zeit für ein Resümee. Will ich über die Spiele ein Resümee halten? Will ich das überhaupt? Oder mache ich es einfach aus? Ich habe keine Ahnung. Nein, ernsthaft. Oh! Dieses Spiel, das... Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also eigentlich fängt jemand damit an, ob es mir gefallen hat oder nicht. Dieses Spiel... Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Hat mir dieses Spiel gefallen?
Ja, eigentlich hat es mir gefallen. Und zwar die meisten Sachen in diesem Spiel, die meisten Elemente, sagen wir, die haben mir in der Tat gefallen. Aber was mir wirklich absolut nicht gefallen hat, was mir allerdings nicht so gefallen hat, das war diese grauenhaften Fallen und diese teilweise grauenhaften Dinge, die man da machen musste. Aber um das Resümee jetzt einfach mal sinnvoll zu beginnen, bevor ich hier wie ein Geisteskranker hier vor mich hin brummel und rede. Ja, an sich das Spiel, es war schön. Was mir an dem Spiel gefallen hat, oder fangen wir einfach mal an mit, was mir an dem Spiel gefallen hat. Die Grafik für ein altes SNES-Spiel, die war toll. Die Grafik hat mir gefallen. Dadurch, dass man Asterix und Obelix spielen konnte, man konnte zwischen beiden wählen. Die Kulissen haben mir teilweise sehr gut gefallen. Meinetwegen gleich die erste Kulisse, das Dorf, das hat mir sehr gut gefallen. Die hohe See, die Berge, die Pyrenäen haben mir sehr gut gefallen, auch hier am Nil. Also die Kulissen, die waren schon sehr toll gemacht. Vom Spielfeeling her, ja, ein typisches Jump'n'Run. Man konnte laufen, man konnte rennen, man konnte springen und man konnte die Gegner schlagen. Das sind im Grunde ja so die Standardaktionen, die man in einem solchen Spiel halt hat. Und das war auch alles völlig in Ordnung. Die Missionen, die man erledigen musste, die waren eigentlich auch nicht schlecht. Man musste mal klettern, man musste mal ja präzise springen, man musste mal rennen, man musste mal normal laufen, Gegner wegschlagen. Also im Grunde so ganz normale Jump'n'Run-Aktionen, die man dabei ausführen musste. Das ist auch alles überhaupt gar nicht schlimm. Das sind so gesehen die positiven Dinge an dem Spiel. Man hatte Passwörter, das kommt auch noch mit dazu. Das finde ich sehr, sehr nett. Dass man zumindest Passwörter hatte, wenn man schon keine Continues hat. Die Leben waren eigentlich auch ausreichend. Vor allem, man hat relativ schnell eins bekommen, sprich einfach nur durch Sammeln von 50 Münzen. Man hat nicht mal 100 Münzen gebraucht, das war auch eine schöne Sache. Und abgesehen davon, konnten auch in Bonusrunden konnte man noch kommen, wenn man halt die Sterne sammelt, so eine Art so Secrets, die man in einem Level sammeln konnte, um halt die gesamte Stage zu erkunden. Das waren alles Sachen, die haben mir ganz toll gefallen. Die Story, ja gut, es ist ein altes Jump'n'Run-Spiel, was will man dazu sagen? Die Story, es ist Bullshit, aber ich meine, das war so in alten Spielen so, es war Bullshit. Ich meine, guckt euch Mario an. Er reitet auf einem Dinosaurier und muss eine Riesenschildkröte besiegen, um eine Prinzessin zu retten. Was ist das? Als italienischer Klempner. Demnach, die Story war schon ganz passend. Gut, ich glaube, das waren so die positiven Dinge. Auch noch, ja, dass es halt so extra Bonusrunden gibt, in denen man dann, die ja noch anders aussehen, in denen man sich dann ein bisschen was an Sachen zusammenklauben kann. Das ist auch noch eine schöne Sache. Das waren die positiven Sachen, allerdings die negativen Sachen, ja, die gab es auch. Und zu den negativen Sachen zählt unter anderem, dass die Zeit bei dem Spiel abläuft. Das ist noch die Sache, die am wenigsten schlimm ist, finde ich, in diesem Spiel. Weil man muss durch dieses Spiel eigentlich sowieso relativ schnell durch, denn umso mehr man erkundet, umso mehr kriegt man auch die Fresse. Ja, das ist echt so. Ja, wahrscheinlich, wenn man das Spiel besser kennt, dann weiß man, wo die Fallen sind und man kann auch besser erkunden und so. Aber letztendlich, es waren hier ziemlich viele böse Fallen. Die Zeit hingegen war allerdings meistens ausreichend, also das war nicht so das Problem. Was mir auch nicht gefällt oder nicht so gefallen hat, nach einer Stage hat man das Leben nicht aufgefüllt bekommen. Das finde ich schade. Lieber wäre es mir gewesen, wenn man das Leben komplett wieder aufgefüllt bekommt. Das noch dazu. Ja, da kommen wir zu den etwas gröberen Sachen jetzt. Wie zum Beispiel, dass man doch meines Erachtens nach ein paar wenige Passwörter bekommt. Man bekommt ein Passwort nach jeder komplett abgeschlossenen Stage. Okay, das ist ja eigentlich auch irgendwo fair. Naja, nach der ersten bekommt man keines, vielleicht weil sich Spielemacher gedacht haben, das wäre zu einfach. Weiß ich, vielleicht bekommt man dann auf Easy eines. Nur auf Mittel halt nicht, keine Ahnung. Ich habe Easy nicht gespielt, ich hab's auch nicht mehr vor. Genauso wenig wie ich Hard spiele. Aber das könnt ihr mir noch vorstellen. Ja, aber dann, man bekommt so gesehen nach den Bossen, meinetwegen die Olympiade war ja so gesehen ein Boss. Oder dieser Tempel war ein Boss. Die Olympischen Spiele waren ein Boss und jetzt hier am Ende dieser Stier war ein Boss. Dass man dann halt danach erst ein Passwort bekommt. Weil das ist ja ein bisschen einfach, wenn man direkt vorm Boss ein Passwort bekommt. Ja gut. Das sehe ich ein. Das sage ich auch nichts gegen. Das ist in Ordnung. Nur auf der anderen Seite, dann sollte ich einem zumindest den Gefallen tun. Und viel öfter mal eine Erklärung für irgendwas einfügen. Wie besiegt man zum Beispiel diesen Stier? Was muss man machen? Ich bin davon ausgegangen, weil er gegen diese Wand gelaufen ist, dass man ihn einfach nur diverse Male gegen die Wand laufen lassen muss und er dann irgendwie von alleine stirbt oder man in die nächste Runde kommt oder keine Ahnung.
Aber zum Beispiel bei der Olympiade, ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Bei diesem Footballspiel, ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Das finde ich so ein bisschen schade irgendwie. Oder auch, wenn man alle Tresore aufschlagen muss, dass man am Anfang dieses Levels, dieser Stage dann so eine kleine Info bekommt im Vorfeld, so wie wir ja hier auch so für jedes Level so ein Level-Intro bekommen haben. Bitte schlagen Sie alle Tresore auf. Oder irgendwie so ein Tipp einfach. Hier, Vrenelli, er versteckt sich irgendwo in der Bank. Er ist allerdings nicht leicht zu finden. Vielleicht versteckt er sich an einem der Tresore oder sowas. Wobei, ich glaube, bei Vrenelli wurde auch sogar gesagt, dass es in einem der Tresore ist. Aber dass es halt ein paar mehr Erklärungen allgemein dazu gibt. Das hätte mich noch ein bisschen mehr gefreut. Und jetzt meine größten Kritikpunkte. Ja, leider, das sind drei Stück. Und zwar zum einen, dass die Fallen teilweise echt böse platziert sind, dass man eigentlich nur reinlaufen kann. Man ansonsten keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Erst dann weiß man es. Aber ich muss da wiederum dazu sagen, das war in alten Spielen, das war so üblich. Ich kenne sehr viele alte Spiele, so alte Retro-Spiele, Jump'n'Run Games, wo das exakt so war. Und früher hat es ja nicht gestört. Heute, mich stört sowas. In gewisser Form zumindest, dass man nicht skillabhängig jetzt da durchkommt oder nicht. Ja gut, beim ersten Mal kann man nicht von Skill reden, sondern dass man teilweise einfach Pech hat. Und wenn du eine Stage anfängst, dann musst du darin sterben, weil, ja, es geht nicht anders, oder? Du hast wahnsinniges Glück und machst durch Zufall alles richtig. Das, zum anderen, dass man einige Gegner anscheinend gar nicht besiegen kann. Oder gut, einige Gegner sind wahrscheinlich überzogen, aber zumindest den Typen mit dieser Keule. Ich weiß bis jetzt, wie ich den besiegen soll, keine Ahnung. Aber gut, vielleicht war das ja auch in der Tat ein Bug, weil es gab ja ein paar Bugs, wie dass man am Ende vom Stein getroffen wird, hier in diesem, was war das? Pyramidenlevel, wo sie von den Schiffen gestoßen wurden, die Steine. Das war ein Bug, dann ist mein Bildschirm hat sich einfach eingeschränkt, das war auf einmal ein Bug. Ja gut, das ist ja nicht absichtlich, aber dummerweise, diese Bugs, sie existieren. Das ist es, und vielleicht ist es auch ein Bug, dass man diesen Typen nicht treffen kann. Es kann ja sein, ich weiß es nicht, aber ich nehme es einfach mal an. Das gefällt mir auch nicht so gut. Und als drittes, ganz im Ernst, vielleicht habe ich ja einfach nur irgendwie wahnsinnig schlechte notorische Fähigkeiten. Ja Leute, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Aber dieses Tastenmashen, ich meine, ich finde jetzt nicht, dass ich langsam bin. Aber wenn ich mit dem Daumen den grünen Knopf auf dem SNES-Pad mashe. Und das musste man damals machen. Ich habe hier einen original SNES-Controller und der funktioniert auch original. Der ist nicht irgendwie kaputt, dass die Tasten nicht mehr gehen oder so. Wenn ich den mashe, ich komme nicht durch diese Bosskämpfe durch. Der Stier, der haut mich problemlos weg. Ich schaffe den Wettlauf nicht. Ich schaffe den Hürdenlauf nicht. Also, dass man so krankhaft krass mashen muss, das finde ich heftig. Aber gut, so viel dazu. Das hat mich echt, das finde ich bis jetzt, das ist das Schlimmste an dem Spiel gewesen. Dass man sich so die Finger kaputt macht. Ganz am Ende nochmal vielen Dank für diesen Tipp mit dem Tuch über den Controller legen. Ich habe jetzt einfach mal meinen Ärmel über den Finger gekrempelt. Es ging zwar in der Tat... Nein, es ging nicht besser. Aber ich habe meinen Finger besser schonen, sagen wir das so. Es hat am Ende irgendwie funktioniert und das war auch gut. Also deswegen nochmal vielen Dank für den Tipp. Aber dass man solche Sachen überhaupt machen muss, das finde ich krass. Aber ja, so viel dazu. Alles in allem ist es eigentlich kein schlechtes Spiel. Es gab nur ein paar Sachen, die mir noch nicht gefallen haben. An sich würde ich es als solides SNES-Spiel bezeichnen. Gut, das wäre es zu meinem Resümee gewesen. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Spiel auch gefallen. Und ihr konntet was damit anfangen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play irgendetwas anderes. Gut, fin de l'episode. Ende dieser Episode. Beziehungsweise Ende des Spieles in diesem Fall. Damit wäre dieses Spiel vorbei. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sag bis dahin, Leute, adieu und ich bin weg. Wobei, eine Sache würde mich doch noch interessieren. Und zwar, während wir jetzt die ganze Zeit hier gekämpft haben und diese Schätze gesammelt haben für Caesar als Asterix, würde mich doch mal interessieren, was Obelix eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Keine Ahnung. Leute, habt ihr eine Idee, was Obelix die ganze Zeit über gemacht haben könnte?